Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Arkham Horror Video. Und zwar geht es heute um diese junge Dame hier, und zwar um Jenny Barnes. Und wenn du dir jetzt denkst, hä, die sieht doch ganz anders aus normalerweise. Jo, es geht nicht um die normale Jenny Barnes, sondern es geht um die Parallel-Jenny Barnes. Die neueste Parallelermittlerin, die erschienen ist, und die möchte ich dir natürlich vorstellen. Und wenn du noch nie was von Parallelermittlern gehört hast, Fantasy Flight Games bzw. Asmodee bringt nach und nach alternative Versionen von den Ermittlern heraus, die schon draußen sind. Und die unterscheiden sich dann aber logischerweise vom Originalen und bringen neue Fähigkeiten und auch verbesserte Karten mit sich. Die Karten sind Print-and-Play-Karten, die kannst du dir kostenlos auf der Fantasy Flight Games Seite herunterladen und dann ausdrucken. Dann sieht das Ganze nämlich hier so aus. Normalerweise findest du das auf der Fantasy Flight Games Seite, wenn du auf Arkham Horror gehst, auf das Spiel, und dann ganz runter scrollst, dann ist unter Support hier alles aufgelistet mit den einzelnen Parallelermittlern, was man sich runterladen kann. Jenny Barnes ist aber zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht aufgeführt. Deswegen packe ich dir den Link unten auch nochmal in die Videobeschreibung. Ich denke aber, das wird sich auch in den nächsten Tagen ändern. Aber wie gesagt, Link findest du unten. Und dann beschäftigen wir uns aber auch schon mit Jenny. Und da fällt natürlich erstmal auf, wie gesagt, dass ihr Äußeres komplett anders ist. Sie sieht also komplett anders aus als die Originalversion, und das ist wirklich ein Novum. Bisher sahen die Parallelermittler immer gleich aus wie die Originalversion. Sie ist jetzt der Erste, der ein eigenes Design bekommen hat. Bisher war es immer so, dass der einzige Unterschied vom Design war, dass die Parallelermittler im Prinzip ein paar schwarze Akzente zum Beispiel bei der Namensleiste hatten, wo man es dann eben erkennen konnte. Aber man soll ja auch auf die inneren Werte achten, und da bringt Jenny zwei leckere Fähigkeiten mit. Als erste Fähigkeit bringt sie nämlich mit, dass du zu Beginn deines Zuges eine Talentkarte als Reaktion ausspielen kannst, und das für eine Ressourcenkosten weniger. Das hört sich erstmal ziemlich wenig an, das ist aber verdammt viel. In der Fähigkeit steckt schon eine Menge drin. Du kriegst nämlich quasi eine Zusatzaktion zum Ausspielen einer Vorteilskarte und dafür noch reduzierte Kosten, und weiterhin kriegst du somit keine Gelegenheitsangriffe. Solltest du mal mit dem Gegner im Kampf sein, kannst du trotzdem eine Talentkarte ausspielen, und die kannst du dann wiederum dafür nutzen, um eben den Gegner zu handeln. Und das alleine ist schon ziemlich gut, aber sie hat noch eine zweite Fähigkeit. Die besagt nämlich, als Blitzaktion kannst du eine Talent-Vorteilskarte discarden und dafür die aufgedruckten Ressourcen bekommen. Das kombinierst du natürlich dann mit der oberen Aktion, und so generierst du einfach Value. Du bekommst dann effektiv pro Talent plus eine Ressource. Und das könntest du pro Runde sogar noch öfter machen. Das wird wahrscheinlich in der Praxis nicht vorkommen, aber das könntest du so lange machen, bis du eben pro Runde 5 Ressourcen damit generiert hast. Ansonsten hat Jenny noch einen neuen Elder-Effekt spendiert bekommen. Jetzt ist es so, dass das Elder-Symbol bei ihr quasi dem Wert 0 entspricht, und wenn du die Probe schaffst, dann bekommst du 3 Ressourcen. Ansonsten hat sie von den Werten eine 3er-Statline und 8 Leben sowie die 7 geistige Gesundheit. Zur Erinnerung, das ist genau gleich wie bei der Originalversion. Was natürlich wegfällt, ist, dass Jenny in der Upkeep-Phase 2 Ressourcen bekommt. Mit denen können wir nicht mehr kalkulieren, das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und ansonsten zur Rückseite, und dort ändert sich natürlich auch was. Jenny kann jetzt nur noch Schurkenkarten bis Level 3 spielen, neutrale Karten weiterhin bis Level 5, aber dazu kannst du jetzt 10 nicht permanente Talentkarten bis Level 5 spielen. Und an der Stelle zwei Hinweise. Permanente Talentkarten sind Talente, die du schon zu Spielbeginn draußen hättest, wie eben hier zum Beispiel die upgradete Version von Gewieft. Die dürftest du, wenn sie jetzt nicht grün wäre, nicht spielen. Und da sind wir nämlich beim zweiten Hinweis. Eine Karte kann ja sowohl Schurkenkarte sein, also grün sein, und eine Talentkarte sein. Ist das der Fall, dann zählt diese Talentkarte nicht zur Limitierung von den 10 Talenten, die du dazu nehmen darfst. Also du kannst dann, wenn du deine 10 Talentkarten von anderen Farben hast, natürlich logischerweise noch weitere grüne Talente in dein Deck bauen, sofern sie eben Level 0 bis Level 3 sind. Das bedeutet natürlich in dem Fall jetzt, dass wir Gewieft natürlich spielen können, auch wenn sie permanent ist. Ansonsten nochmal zum Vergleich. Die Original-Jenny hat den typischen Dunwich-Deckbau als Voraussetzung. Sie können Schurkenkarten bis Level 5 spielen, neutrale Karten bis Level 5, und dazu darfst du 5 Level 0 Karten von anderen Farben dazu nehmen. Und warum ich dir jetzt beides nochmal gegenübergestellt habe: Es gibt auch offizielle Regeln zu den Parallelermittlern. Und zwar ist es so, dass du Vor- und Rückseiten beliebig miteinander kombinieren kannst. Du kannst zum Beispiel jetzt die Original-Vorderseite von Jenny spielen mit der parallelen neuen Rückseite. Oder du sagst, du spielst jetzt die parallele neue Vorderseite und kombinierst sie mit der originalen Rückseite. Bei mir ist es zum Beispiel oft so, dass ich das kombiniere, um halt einfach nochmal mehr Value rauszuziehen. Ich muss aber sagen, ich sehe bei der parallelen Jenny jetzt keinen Grund, warum man das kombinieren sollte. Ich würde sowohl die parallele Vorder- als auch die Rückseite spielen. Denn wenn man auf die Fähigkeit geht, eben mit den Talenten was zu machen, dann will man natürlich auch die Talente in seinem Deck haben und nimmt natürlich auch die Rückseite. Ansonsten bringt Jenny wie die meisten Parallelermittler verbesserte Signaturkarten mit sich mit. Und das sind einmal Jennys Zwillings-45er. Das ist eine zweihändige Schusswaffe, die mit so viel Schuss ins Spiel kommt, wie du eben Ressourcen ausgibst, um sie auszuspielen. Und wenn wir mit ihr angreifen, dann gibt es plus 2 auf den Faustwert, und wir machen auch 2 Schaden. Bis dahin ist alles identisch mit der einfachen Version, die sie vorher ja schon hatte. Jetzt kommt aber das Neue. Wir haben noch eine Reaktionsfähigkeit. Und zwar, wenn wir einen Gegner mit den Zwillingen besiegen, dürfen wir die 45er erschöpfen, und dann bekommen wir in Höhe der aufgedruckten HP des Gegners, den wir besiegt haben, Ressourcen.
und das ist richtig gut. Gerade im Multiplayer mit 3 oder 4 Spielern. Es gibt zum Beispiel einige Gegner, deren HP-Zahl sich nach der Spielerzahl richtet, wie als Beispiel Silas Bishop. Und in einem 3-Spieler-Spiel, weil wir spielen meistens zu dritt, hätte der 18 HP, dann würden wir 18 Ressourcen bekommen, wenn wir mit den Zwillingen ihn finishen. Und das ist absurd, dann brauchst du nie wieder Ressourcen. Und an der Stelle aber auch der wichtige Hinweis, selbst wenn du eben diese Fähigkeit nutzt und die Zwillinge sind erschöpft, dann kannst du weiter mit den Zwillingen angreifen, das geht trotzdem. Ansonsten ändern sich noch die Symbole der 45er. Die einfache Variante hatte 2 Fußsymbole und ein Fragezeichen. Jetzt bekommst du hier 2 Fragezeichen und ein Fußsymbol. Das wird später nochmal für jeden Deckbau relevant. Jetzt kommt der Haken an der Sache. Zu diesem Upgrade gibt es aber auch eine neue, härtere Schwäche. In Jennys Fall ist das die schwierigere Suche nach Izzy. Und wie die Originalversion wird die Schwäche, wenn du sie ziehst, an dem weit entferntesten Ort drangehängt. Und dort musst du dann mit einer Doppelaktion ermitteln, um die wegzubekommen. Denn wenn die Schwäche am Ende noch im Spiel ist, dann würdest du ein mentales Trauma bekommen. Es ist im Prinzip hier genau wie die einfache Version. Jetzt kommt aber der Zusatz, der Ort, wo sich Izzy quasi befindet, hat +2 Schleier, das war vorher nicht. Aber jetzt überleg mal, du bekommst mit den neuen Zwillingen einen super Ressourcengenerator, also wirklich sehr starken Ressourcengenerator. Und dafür ist das Einzige, was hinzukommt, +2 Schleier. Das nimmt man gerne mit, oder? Und mitnehmen ist auch das Stichwort für den nächsten Punkt. Die verbesserten Signaturkarten kannst du sowohl mit der originalen Jenny oder mit der Parallel-Jenny spielen. Du kannst die einfachen Versionen mit den verbesserten Versionen ersetzen oder du kannst einfach sagen, du spielst beide. Dann hättest du 2-mal die Zwillinge drin. Das sind ja noch irgendwie Vierlinge. Allerdings, wenn du dich dazu entscheidest, die verbesserte Version der 45er zu spielen, dann musst du auch immer die härtere Schwäche spielen. Und wenn du sogar beide 45er spielen willst, dann musst du in diesem Fall sogar beide Schwächen ins Deck reintun. Das sagen die Regeln. Wenn ich Jenny als Kämpferin oder Hybridin spielen würde, würde ich aber immer beide Zwillinge mitnehmen, weil du dann einfach die doppelte Chance hast, eine richtig geile Waffe zu ziehen, die mit richtig viel Munition reinkommt, weil du wirst natürlich auch viele Ressourcen da reinbuttern und dann hast du mit dieser Waffe ausgesorgt für den Rest des Spiels. Das ist natürlich gierig, weil die Suche nach Izzy keine harmlose Schwäche ist. Und die kann auch 2-mal ins Spiel kommen, die ist nicht einzigartig. Das heißt, wenn du Pech hast, sind die dann noch an 2 verschiedenen Orten und kriegst du dann die beiden Suchen nach Izzys nicht weg, kassierst du 2 mentale Traumata. Und das ist natürlich quasi fast schon Game Over. Ansonsten habe ich ja gesagt, Jenny will Talentkarten spielen. Und mir geht es immer so, wenn ich an Talentkarten denke, dann fallen mir immer zuerst Karten ein, die meine Werte für Ressourcen buffen. Und das könnte bei Jenny auch durchaus Sinn machen, weil sie hat ja nicht so eine hohen Basiswerte. Man könnte jetzt zum Beispiel die Level 2 Version von gesteigerter Aufmerksamkeit ins Deck nehmen. Die könnte man dann for free ausspielen und dann, wenn man die genutzt hat, sogar noch daraus eine Ressource generieren. Allerdings glaube ich nicht, dass du für diese eine Ressource 2 Erfahrungen ausgeben möchtest. Das machst du wahrscheinlich nur, wenn du nicht mehr weißt, wohin mit deinen Erfahrungspunkten. Was da schon eher Sinn macht, ist natürlich eine Boostkarte auszuspielen, die du dann auch immer wieder nutzen willst. In diesem Fall hier die Level 4 Version von gesteigerter Aufmerksamkeit, da musst du zwar immer noch eine Ressource bezahlen, die hast du aber auf jeden Fall im Upkeep bekommen und danach kannst du jede Runde deine Werte for free um 2 boosten, weil ja immer wieder 2 Ressourcen auf die verbesserte Version draufkommen. Die füllt sich quasi immer wieder selbst auf. Aber Talentkarten sind so viel mehr als das. Und da möchte ich dir jetzt nochmal ein paar zeigen, die sich meiner Meinung nach in Jennys Deck richtig gut machen. Dabei gehe ich aber hauptsächlich auf Upgrade-Karten ein, weil die Level 0 Karten könnte ja auch die Original-Jenny spielen mit ihrem Deckbau. Und das wäre ja nichts Neues. Und die erste Karte, die ich unheimlich gut finde, ist gut vorbereitet. Die kannst du nämlich erschöpfen und eine Vorteilskarte unter deiner Kontrolle wählen, um deren Symbole zu einer Probe hinzuzufügen. Und da kommt wieder Jennys neue 45er ins Spiel. Die hat nämlich 2 Fragezeichen. Das heißt, dass du damit quasi jede Runde einen unerwarteten Mut gratis hast. Und meistens ist es ja so, dass du immer irgendeinen Vorteil draußen hast. Das heißt, du wirst mit gut vorbereitet auf jeden Fall was machen können. Als zweite Karte hochpokern, wenn du mit Errata spielst, kostet die Karte 3 Erfahrungen. Die Karte ist super, um deine Engine am Laufen zu halten, um eben weitere Talentkarten nachzuziehen oder um Ressourcen zu generieren. Grundsätzlich ist mein Eindruck, dass man mit Jenny so spielen wird, dass man über den einen oder anderen Weg seine Werte hochboostet, um dann die Proben möglichst hoch zu schaffen. Da kann man die Proben auch mal +2 schwerer machen, um dann eben diesen Zusatzeffekt noch zu generieren. Der ist das auf jeden Fall wert. Dann 2 Karten, mit denen du ultra mobil wirst. Denn Jenny hat den Luxus, dass sie sowohl die verbesserte Absicherung als auch den Pfadfinder spielen kann. Und damit hast du dann effektiv so viel Bewegung, dass du deine 3 Aktionen wirklich dafür nutzen kannst für Dinge, die gebraucht werden, zum Beispiel zum Kämpfen oder Ermitteln. Ansonsten mag ich die Karte in die Enge getrieben auch sehr gerne, das ist einfach noch ein anderer Weg, um Jennys Werte zu boosten. Dann Eingeweiht, das ist eine Karte, die ich sonst nicht spielen würde. Für Jenny kann die aber doch sehr gut sein, denn wenn sie mal eben nur 2 Ressourcen kostet, du noch nicht mal eine Aktion für sie brauchst und wenn du dann die 3 Aufladungen verbraucht hast, du sie für 3 Ressourcen wieder verkaufen kannst, das macht die Karte auf einmal richtig attraktiv.
Ansonsten plündern, wo die Basisversion mit Errata ja auch schon 2 Erfahrungspunkte kostet. Auch hier würde man dann auf den Team spielen, dass man eben die Proben möglichst hoch schaffen möchte, um dann in diesem Fall zum Beispiel die Zwillinge wieder zu recyceln. Und mit der Upgrade-Version, da könnte man die Zwillinge gleich sogar noch ausspielen, was natürlich mega gut ist. Dann bieten sich natürlich die Multicolor-Talentkarten an. Und auch hier ist das Gute, dass diese Karten eben schon mit Ressourcen reinkommen, die man wiederum nutzen kann, um andere Karten auszuspielen. Auf Raufbold würde man setzen, wenn Jenny mehr in die Kämpferrichtung geht und Raffiniert würde mehr in die Ermittlerrichtung gehen. Und hier muss man sagen, die originale Jenny kann die Karten ja auch spielen, aber hier geht es mir mehr um den Value, die du mit der neuen Jenny oder der Parallel-Jenny und ihrer Fähigkeit rausziehen kannst. Du kannst diese Karten für eine Ressource und ohne Aktion spielen und generierst dann gleich nochmal 2 Ressourcen, die du wiederum anderweitig verwenden kannst. Dann die empirischen Hypothesen. Und die könnte die originale Jenny auch spielen, allerdings könnte sie dort keine Erfahrung hineinbuttern. Und mit der Parallel-Jenny können wir hier aus den Vollen schöpfen. Und das Gute ist, die empirischen Hypothesen lassen sich zu Beginn mit dem Team Proben möglichst hoch zu schaffen kombinieren. Und im Anschluss versorgt uns die Karte noch mit Nachschubkarten, die dann hoffentlich Talentkarten sind. Und mit mehr Erfahrung wird es eine unheimlich flexible Karte, mit der man das machen kann, was eben gerade gebraucht wird. Zum Beispiel eben Hinweise entdecken oder Karten günstiger machen. Und dann auch noch 2 weitere Karten, die man ebenfalls mit der Original-Jenny ohnehin spielen könnten, aber wo ich denke, dass die bei der Parallel-Jenny Keykarten werden. Das ist einmal die Feldforschung, was den Team eben nochmal unterstützt, die Proben möglichst hoch zu schaffen. Gerade mit Kombination oder Pfadfinder oder Absicherung solltest du eigentlich immer Bewegung haben, um den Effekt von Feldforschung triggern zu können. Und dann die Heimlichkeit, eine Karte, die ich sowieso sehr gerne mag. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir können mit Jennys Fähigkeit Talente ausspielen und diese wiederum nutzen, um Gegner zu handeln. Wir können bei der Heimlichkeit als Beispiel die für eine Ressource ausspielen. Die Ressource wirst du ja wie gesagt auf jeden Fall durch den Upkeep haben. Dann triggerst du die Fähigkeit von Heimlichkeit und entkommst den Gegner. Und bei der Upgrade-Version kannst du das sogar ohne Aktion machen. Dann machst du das nämlich mit der Blitzaktion. Und dann hast du immer noch deinen vollen Zug und kannst dich auf die Dinge konzentrieren, die du machen möchtest. Die Probe hat nochmal -2. Das heißt, du hast hier auf jeden Fall einen ziemlich sicheren Escape auf der Hand. Abschließend will ich sagen, dass mir die Parallel-Jenny mega gut gefällt. Fantasy Flight Games hat es irgendwie hinbekommen, dass sich Parallel-Jenny komplett anders spielt als die Original-Jenny. Und trotzdem, finde ich, ist der Kern von Jenny Barnes erhalten geblieben. Und was ich auch super finde, ist, dass sie eben dazu anregt, Karten zu spielen, die sonst nicht so oft gespielt werden würden. Das finde ich auch klasse. Und ich werde sie, wie gesagt, auf hohe Proben spielen. Und sobald der Tabletop-Simulator verfügbar ist, werde ich das Deck, was ich mir überlegt habe, testen und dazu auch noch ein Video machen. Und dann schauen wir mal, ob die Praxis genauso gut ist wie die Theorie. Und ansonsten schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du Parallel-Jenny findest. Und falls du mehr über Parallel damit erfahren willst, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich dir hier am Ende des Videos. Kannst du gerne mal reinschauen. Und falls dir dieses Video gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und ein Like da. Und ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao und hau rein.